Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim, Herr Kollege, Sie haben ja hier gerade schon ausgeführt, was so in der Landesregierung los ist. Gestern hat die, gestern hat die Frühjahrskonferenz der Innenminister und Innensenatoren begonnen. Am vergangenen Wochenende fand der kleine Parteikonvent der SPD statt. Und alle reden nur über eins, die Vorratsdatenspeicherung. Herr Kollege Kruse, ich habe von Ihnen kein einziges Wort zur Vorratsdatenspeicherungsfrage gehört. Das finde ich skandalös. Vorratsdatenspeicherung soll jetzt Mindestspeicherfrist bzw. Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten heißen. Aber selbst da ist sich die Große Koalition in Berlin nicht mal einig. Einig scheint sich die Große Koalition jedoch im Hinblick auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu sein. Ein Paragraphenmonster, wenn man es sich anschaut, das selbst oder gerade mir als Volljuristen die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Und ich muss Ihnen eins sagen, vergleicht man es mit manchen Steuergesetzen, bleibt das dabei. Frau Ministerpräsidentin Kraft, ich habe mal eine Frage an Sie persönlich. Und der Kollege Kruse hat auch in der Tat zu Recht festgestellt, dass Sie bis heute in dieser Diskussion sich nicht einmal zur Sache inhaltlich geäußert haben. An Sie eine Frage als Regierungschefin, und Sie haben angesichts des heute sicherlich entschuldigten Fernbleibens Ihres Innenministers die Chance, hier und heute sich einmal zu erklären zur Frage der Vorratsdatenspeicherung. Haben Sie sich im Rahmen dieses Konvents geäußert, wie schlecht Sie es finden, dass Ihr Parteichef die VDS, also Vorratsdatenspeicherung, zur Chefsache erklärt hat? Dazu haben Sie die Möglichkeit, sich zu positionieren. Haben Sie in einem Debattenbeitrag eventuell im Rahmen des Konvents auch das Schreckensszenario aufgemacht eines ermordeten Kindes? Und dass Sie dann den Eltern erklären müssten, für den Fall, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht kommt, warum man nicht für die Vorratsdatenspeicherung sei? Wären Sie darüber hinaus hier und heute bereit anzuerkennen, dass schwere Gewaltverbrechen wie Mord oder so schlimme Verbrechen wie sexueller Missbrauch weiterhin begangen werden, dass sich Terrorgefahr nicht vermindert und sich auch durch die Vorratsdatenspeicherung daran nichts ändern wird? Das ist schlimm genug, aber die Vorratsdatenspeicherung verhindert keine einzige Straftat. Sind Sie bereit, anzuerkennen, dass gerade beim Mord die Aufklärungsrate oder auch bei anderen schweren Gewaltverbrechen die Aufklärungsrate durch unsere gute Polizeiarbeit bei nahezu 100% liegt und das auch ohne Vorratsdatenspeicherung, die 2010 im März gekippt worden ist? Wieso in aller Welt haben Sie dieses Schreckensszenario auf dem Parteikonvent benutzt, um die Delegierten zu beeinflussen, wie man es überliefert bekommen hat, wie dieses auch durch Ihren Parteichef geschehen sein soll? Wir können Herrn Innenminister Jäger leider nicht persönlich fragen, aber vielleicht beantworten auch Sie diese Frage, ob er tatsächlich angedeutet hat, dass die Nichtspeicherung das Grundrecht der Opfer auf körperliche Unversehrtheit beschneiden würde. Ich wäre angesichts dieser Gerüchte, die durch die parteipolitische Szene wabern, erschüttert über das Rechtsverständnis und Ihre Interpretation unserer Verfassung. Selbst die von der CDU zweckentsprechend bestellte Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau Andrea Vosshoff, muss klar und eindeutig feststellen, dass der vorliegende Gesetzentwurf nicht mit unserer Verfassung vereinbar ist. Diese Auffassung vertreten auch wir als Piraten in diesem Hause. Es gruselt einen noch mehr, wenn man aktuell den Bundesinnenminister Thomas de Maizière dazu hört, sprechen hört, der bemüht nicht mal mehr das Szenario von Toten oder irgendwelcher missbrauchter Kinder, sondern rückt mit seiner eigentlichen Intention heraus, in der er nämlich sagt, und so wird er zitiert, de Maizière will mit der Datenüberwachung Einbrecher fangen. Kein Wort mehr von schwersten Verbrechen wie Mord oder Totschlag. Und das Gesetz ist noch nicht einmal durch den Bundestag. Wie Herr Minister Kutschaty denkt, haben wir in seiner letzten Rede hier in diesem Hohen Hause zum Thema hören dürfen. Er ist gegen die Vorratsdatenspeicherung, und ich bin gespannt, welchen Spagat er angesichts der überwiegenden Zahl der Vertreter einer Vorratsdatenspeicherung in diesem Hause nach dem Parteikonvent, nach dem Abstimmungsergebnis dort heute hier im Hause verhält.
Damit die CDU hier allerdings nicht zu kurz kommt, will ich in diese Richtung mal nachfragen, wie ich das zu verstehen habe. Wenn das Mitglied des Bundestags Thomas Jatzombek zur Vorratsdatenspeicherung im Bundestag feststellt, wir müssen jetzt herausfinden, was genau wann gespeichert wird und wer auf die Daten der Abgeordnetenbüros Zugriff hat. Der Unionsmann spricht von einem Vertrauensproblem im Umgang mit Daten und digitalen Informationen im Bundestag. Und sein weiteres Zitat eröffnet die wahre Dimension der Problematik unbegrenzter Überwachung durch Vorratsdatenspeicherung. Wenn man sich, zitiere, wenn man sich vorstellt, dass wir einmal in weniger demokratischen Zeiten leben könnten, sind die Abgeordneten wie ein offenes Buch, sagt er. Und betroffen sind davon natürlich nicht nur Abgeordnete, sondern auch Seelsorger, Rechtsanwälte, Journalisten, Ärzte und, und. Demokratie braucht Privatsphäre und nur die Aussicht darauf, dass bald Vorratsdaten gespeichert werden sollen, bewirkt schon die Änderung des Verhaltens eines jeden Menschen in diesem unseren Lande, in Europa und dieser Welt. Dieses gilt es zu verhindern. Deshalb gilt es auch zu verhindern, dass wir die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie jetzt hier in diesem Gesetz, welches allen bekannt sein dürfte, vorliegt, verabschiedet wird. Ein solch nutzloses und obendrein auch noch hochgefährliches Gesetz für die Demokratie, überhaupt auf diesem Konvent, von dem heute schon die Rede ist, durchzusetzen, da mussten wohl die Daumenschrauben angelegt werden. Ich erwähnte es, dass Delegierte unter Druck gesetzt worden sein sollen. So liest man es in Zeitungen, quer durch die Republik, Frau Kraft. Jede Relativierung dahingehend, dass Vorratsdatenspeicherung keine Überwachungsmaßnahme sei, und dazu werden im Angesicht der grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte im Spannungsverhältnis zu den Schranken jener Grundrechte unzählige populistisch niederträchtige Vergleichsfälle kreiert, ist abzulehnen. Die auch vom aktuellen Gesetzentwurf aufgeworfene anlasslose Speicherung ist ein weiterer Schritt in Richtung schrankenloser Telekommunikationsüberwachung und stellt die Bevölkerung unter Generalverdacht. Lehnen Sie gemeinsam mit allen Demokraten in diesem Lande und auch in der Bundesrepublik die Vorratsdatenspeicherung ab. Machen Sie jetzt und hier und heute einen Schritt in die richtige Richtung. Totalüberwachung, die Redezeit. Totalüberwachung kann nur Feind der Demokratie sein. Das wollen alle in diesem Hause hoffentlich nicht. Dankeschön.